Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchempfehlung für euch und zwar soll es heute um White Maze von June Perry gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und das erste wie immer, was ich sagen möchte, ist, dass ich dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig, riesig gefreut und als das Buch hier ankam, habe ich es mir sofort geschnappt und sofort angefangen zu lesen, denn ich finde, dieses Buch klingt einfach ganz, ganz toll und ich erkläre euch jetzt, worum es in White Maze geht. Ich möchte aber vorher einmal ganz kurz sagen, dass ich das Cover mega cool finde. Also der Schutzumschlag ist weiß mit dieser White Maze Schrift. Und wenn man den Schutzumschlag abmacht, dann kommt ein ganz, 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 ganz cooles, buntes Buch zum Vorschein. Und das finde ich so cool. Ich halte es jetzt auch ohne Schutzumschlag dann in die Kamera, weil ich finde das hier so mega cool, dass das so schön bunt bedruckt ist, das Buch. Und ja, jetzt komme ich aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Vivian und Vivians Leben wird von heute auf morgen total zerstört. Vivians Mutter Sophia Tellert ist die größte Virtual Reality Entwicklerin der Welt und sie ist eine Göttin, was das betrifft. Ihre Mutter hat es geschafft, Virtual Reality so richtig wahr zu machen, sag ich mal. In der Welt, in der Vivian lebt, gibt es solche Virtual Reality Linsen, die setzt man sich ein und dann hat man wie einen Film quasi über dieser echten Welt, über unserer Welt liegen und alles ist bunt und voller Musik und voller Farben und man bekommt bestimmte Sachen angeboten. Man kann über diese Linsen telefonieren und einkaufen und alles damit bezahlen, sich ein Taxi rufen. Also man kann alles machen mit diesen Linsen. Einem stehen da alle Möglichkeiten offen. Und ja, wie gesagt, Vivians Mutter Sophia Tellert ist da die Göttin, was das betrifft, und hat diese Linsen erst entwickelt. Und es ist so, dass es einen neuen Prototypen von neuen Linsen gibt. Und mit diesen neuen Linsen soll das alles noch viel, viel realer werden. Man soll in eine richtig krasse Virtual Reality Welt gezogen werden, in der man auch fühlen kann und schmecken kann und riechen kann und alles wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Und Vivian hat diese Linsen für sich und ihre zwei besten Freundinnen von ihrer Mutter schon zur Verfügung gestellt bekommen, worüber sie sich riesig gefreut hat. Und ja, als Vivian dann aber aus der Schule nach Hause kommt, kommt ihre Mutter angerannt und sagt, gib mir die Linsen und nimmt ihr die Linsen wieder ab und zerstört diese. Und Vivian weiß überhaupt nicht, was passiert ist und ihre Mutter haut dann ab und lässt sie quasi so stehen und Vivian versteht erstmal gar nichts mehr und kurze Zeit später steht die Polizei an ihrer Tür und sagt ihr, dass ihre Mutter verstorben ist. Und ab dem Moment ist für Vivian nichts mehr, wie es war. Und als sie herausfindet, dass es bei dem Tod ihrer Mutter nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und sie wahrscheinlich ermordet wurde, beginnt für Vivian ein Kampf auf Leben und Tod. Und dabei steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel, sondern das der kompletten Menschheit. Und ja, ob es Vivian gelingen wird, die Menschen zu retten und was genau alles da dahinter steht, das ist es, worum es in White Maze schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass dieses Buch, oh mein Gott, es hat mir so gut gefallen. Das war wirklich seit langem wieder eine Geschichte, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Es gab hier und da so ein, zwei Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen gestört haben, wo es um die Liebesgeschichte ging. Das fand ich aber absolut nicht dramatisch, denn die Liebesgeschichte spielt jetzt hier nicht absolut im Vordergrund eine Rolle. Es gibt sie, sie ist da, sie wird aufgezeigt, aber es ist jetzt hier nicht, dass sie komplett im Vordergrund spielt, dass es um diese beiden nur geht. Und das fand ich gut. Und zurück zur Handlung. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung richtig gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich fand die Entwicklung, die Vivian in diesem Buch gemacht hat, richtig gut. Das hat mir mega gut gefallen. Ich fand das Tempo in der Geschichte richtig gut. Also was das betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich fand das Buch rundum perfekt. Wie gesagt, der Verlauf der Geschichte war toll. Die Plot-Twists in der Geschichte waren toll. Man hat das einfach nicht kommen sehen. Es gab einen Twist, wo ich so dachte, okay, das wird es bestimmt so und so. Und dann, peng, kam was ganz, ganz anderes, wo du nicht mitgerechnet hast. Also wo ich absolut nicht mitgerechnet habe. Und das Buch hat es einfach auch geschafft, mich immer wieder zu überraschen und andere Dinge zu offenbaren, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, ob dieses Buch ein Einzelband ist. Es sind am Ende auf jeden Fall Fragen offen geblieben. Und das Ende ist auf jeden Fall auch ein offenes Ende. Also es könnte rein theoretisch eine Fortsetzung gehen, auch wenn das Buch in sich abgeschlossen ist. Es ist auf jeden Fall Potenzial für eine Fortsetzung da. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob es als Einzelband geplant ist oder ob da noch eine Fortsetzung kommt. Das habe ich jetzt leider so noch nicht rausgefunden. Falls ich da irgendwas weiß, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und ja, also wie gesagt, dieses Buch von der Handlung her hat mir mega gut gefallen. Fand ich ganz, ganz toll. Ich fand diese Vorstellung für diese Virtual Reality Welt auch richtig cool. Und ja, ich komme aber erstmal zu den Charakteren. Also wie ich vorhin schon sagte, Vivian macht eine ganz, ganz tolle Entwicklung in diesem Buch durch. Sie entwickelt sich wirklich von so einer kleinen Tussi, kann man sagen, von so einer kleinen, verwöhnten Göre entwickelt sich so einen wirklich starken Menschen, der wirklich versuchen muss, die ganze Menschheit zu retten. Und
sie entwickelt sich auch wirklich zu einer charakterstarken Person und das fand ich gut und das hat mir gut gefallen. Auch die Nebencharaktere fand ich gut. Ich fand Tom gut, ich fand Bot gut oder Boot oder wie auch immer da ausgesprochen wird. Ich fand Surgery gut, ich fand Amelia gut und auch alle anderen, die da noch so drin vorkommen in diesem Buch. Also ich finde, es hat einfach alles ganz, ganz toll ineinander gegriffen. Ich fand es nur schade, dass diese einen Figuren vom Anfang dann auf einmal so komplett weg waren aus der Geschichte. So, busch, cut, diese Figuren sind jetzt weg. Sie spielen jetzt hier keine Rolle mehr, sie werden nicht mehr erwähnt. Das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Also das war für mich irgendwie so vom Gefühl her irgendwie so ein harter Cut. Also ich kann euch jetzt nicht genau beschreiben, was ich meine, weil sonst würde ich euch spoilern. Aber das war für mich wirklich so ein harter Cut, dass diese Charaktere auf einmal weg waren und so überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die irgendwie im weiteren Verlauf des Buches einfach vielleicht nochmal auftauchen und nochmal irgendwie so einen kleinen Auftritt kriegen, um das Ganze vielleicht einfach abzurunden und abzuschließen auch mit diesen Figuren. Aber so war das halt einfach so ein Duschcut. Die sind jetzt weg. Die spielen keine Rolle mehr. Über die brauchen wir nicht mehr sprechen. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, ansonsten, was die Charaktere betrifft, hat es mir super gut gefallen. Fand ich ganz, ganz toll. Und ja, wie gesagt, es sind am Ende auf jeden Fall auch Fragen offen geblieben, was auch Charaktere betrifft, die in diesem Buch vorkommen. Und ja, mehr kann ich zu den Charakteren auch nicht sagen, außer I like, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was das Setting betrifft, wir befinden uns hier in einer Zukunftsversion von LA. Also es ist schon unsere Welt, aber es gibt halt dieses Virtual Reality und dadurch wird die Welt halt viel, viel bunter und viel, viel froher und viel, viel einfacher. Und Vivian ist in einer Welt aufgewachsen, wo es schon immer Virtual Reality gab. Also sie kennt das gar nicht mehr ohne. Also sie kennt das nicht ohne Brille oder diese Kontaktlinsen rumzulaufen. Also das sind Sachen, die für uns noch so unvorstellbar sind, ist für sie schon totaler Alltag. Ich muss sagen, dass mir die Welt richtig gut gefallen hat. Ich fand das ganz, ganz toll vom Setting her. Ich finde, June Perry hat das ganz, ganz toll beschrieben. Ich fand das Setting toll. Ich fand die Szenenbeschreibungen toll. Ich fand, sie hat das immer gut unterschieden zwischen richtiger Welt und Virtual Reality. Sie hat immer gut versucht, das für den Leser auch verständlich zu machen, dass man die Unterschiede erkennt. Und am Ende verschwimmt das alles ja dann so. Und das finde ich einfach richtig cool. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also was das Setting betrifft, I like, ich mag es sehr, ich fand das richtig cool, ich fand die Vorstellung dieser Welt einfach mega cool und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil von June Perry betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Es ist ein ganz einfacher, lockerer, leichter Jugendbuchschreibstil, passend auch zur Geschichte. Es kommen natürlich hier Worte drin vor, die nicht so alltäglich sind, was so Begrifflichkeiten sind, so Richtung Virtual Reality und Computersachen und sowas. Aber ich finde, das hat sich gut eingefügt, das ist auch vom Kontext her gut vermittelt worden, dass man das auch versteht, was damit gemeint ist. Und ja, ich muss sagen, der Schreibstil war actionreich, er war humorvoll, er war romantisch und ja, war eine gute Mischung aus allem, wie ein Jugendbuch auch sein sollte und ich fand es gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das hat alles gut zusammengepasst, es ist flüssig, ich konnte gut durch die Seiten fliegen, also das war nichts, dass ich irgendwo gestolpert bin oder gestockt bin oder sowas, also ich mochte es sehr. Also ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich rundum richtig gut gefallen hat. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, eine tolle Welt vor allen Dingen auch wieder. Und ein richtig guter Schreibstil, der sich gut in die Geschichte integriert und anpasst. Also ich kann da wirklich nicht mehr zu sagen, außer dass ich das Buch wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe, dass ich es wirklich richtig mochte und dass ich euch das Buch wirklich nur empfehlen kann, solltet ihr so Science-Fiction-Jugendgeschichten mögen. Also es ist ja ein Jugendbuch mit einem leichten Science-Fiction-Ansatz. Es ist jetzt nicht komplett Science-Fiction, dass es im Weltall spielt oder so, aber es hat ja so einen Science-Fiction-Ansatz und ich finde sowas einfach richtig cool und ich mochte das Buch total und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Schaut euch White Maze an, wenn ihr solche Geschichten mögt. Ich fand es richtig gut und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer lest es, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ja. Ich bin gespannt, ob es eine Fortsetzung gibt oder nicht. Das muss ich irgendwie mal noch rauskriegen. Aber wie gesagt, sobald ich da Näheres weiß, sage ich euch Bescheid. Entweder schreibe ich es unten in die Infobox oder ich erwähne es in einem zukünftigen Video irgendwann nochmal. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Meine Buchempfehlung zu White Maze von June Perry. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich fand das Buch einfach großartig. Ich fand die Thematik großartig. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand, wie sich das alles entwickelt hat, toll. Ich mochte die Wendungen. Ich mochte die ganze Art in der Geschichte und ja, kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Und jetzt höre ich auf mit meinen Lobesünden auf White Maze und ja, lest dieses Buch, es ist wirklich toll und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!